Einfach an die Wand knallen Ich die. mache jetzt hier einfach schon mal den Raum auf. Das müsste ja Nee, reichen. bau ruhig tiefer. Unten sind die interessanten Sachen. Oben ist meistens Nee, fast ich gar meine, nichts. hier wird gleich ein Raum sein dann. Willst du einen Raum bauen? Ja Ich klar, dachte, das ist. wir bauen ja hier unten noch weiter. Ach so, ich dachte, wir bauen hier ein fettes Haus vorne oben hin, an die Oberfläche. Ja, oder so machen wir. Weil ich Ja. dachte, das wäre jetzt einfach nur unser provisorischer Raum, wo wir jetzt so lange leben, bis wir was Dickes haben. Ja, okay, können wir auch. Mir ist es egal, wir Nee, können auch dann da machen wir unten das so. Doch, weiterbauen. ich finde das auch cooler, wenn wir dann nachher so ein krasses Haus haben. Ich würde halt hier draußen gleich das Fundament irgendwie anfangen. So ein bisschen gucken, wo wir überhaupt hinwollen. Und irgendwo. Boah! Hier ist gerade einfach mitten beim Vorbeigehen der Baum gespawnt. Hast noch ein paar Fackeln? Oh, du hast eine Stufe vergessen. Alles muss man selber machen. Was wollte ich jetzt überhaupt machen? Ich werde noch ein bisschen Holz holen gehen, während der Dennis da unten in der Höhle schön Stein abbaut. Klappe einfach so tief, wie du kommst, und dann müssen wir von da aus an Höhlensysteme nach links und rechts bauen. Kannst auch im Wiki nachgucken, wo was am häufigsten vorkommt, ne? Von wegen Kohle und Stein und so ein Scheiß. Die haben immer eine relative Wahrscheinlichkeit, wo sie spawnen, in welcher Tiefe. Aber wir haben halt noch keine Karte, dafür brauchen wir Papier. Aber du kannst auf den Koordinaten nachgucken, wo du gerade bist. So. Wie komme ich jetzt da hoch? Das muss ich wieder Erde holen. Habe ich eben weggepackt. Aber es war ein bisschen schwachsinnig. So. Ich nehme auch mal eine Axt. Ich habe noch Holz und Bretter. Okay. Und Steine. Was ist denn Axt? Wie macht man eine Axt? Ah. Das sieht doch schon stark nach einer Axt aus. Okay, los geht's. Ah ja, genau, den Baum wollte ich abreißen. Richtig. Boah, ist der riesig. Alter. Ha, ich sehe dein Nameplate ganz unten im Boden. Oh, ich hab meine Pickaxe ist kaputt. Oben sind noch zwei in der Truhe. Ich habe noch eine Holzpickaxe dabei. Aber die halten echt überhaupt nicht lange. Die sind direkt kaputt, wenn du Pech hast. Muss ich mich höher bauen? Das ist voll der riesige Baum hier draußen. Was ist schon los? Ich habe mich etwas zu tief eingegraben, also ich kam halt nicht mehr hoch, aber es ist erledigt. Und mein Video ist wieder fertig. Oh, ich bin so froh, dass das geklappt hat mit Minecraft jetzt schlussendlich. Ich erst.
Fällt das dann stark auf mit dieser Kantenglättung? Ja, schon. Muss ja halt nachher wieder aktivieren. So, dann drehen wir hier nochmal eine Runde nach links. Ah, wie viel Holz hier einfach. Ja, siehst du, war die richtige Entscheidung, das ist nämlich Eisen. Ja, cool. Eisen musst du mindestens mit einer Steinaxt abbauen, ne? Ansonsten geht's kaputt. Das Eisen geht kaputt? Ach so, ja. Okay. Gut, habe ich jetzt einmal so abgebaut. Also mindestens mit einer Steinaxt. Mindestens mit einer Steinaxt, ansonsten. Ja, hier ist auch noch überall Eisen. Das habe ich aber nicht angefasst. Das ist nämlich nicht gedroppt, ne? Es ist einfach verschwunden, ne? Mhm, genau. Ja, du musst mit einer richtigen Steinaxt weiterbauen. Und es wird wieder Nacht. Boah, es geht richtig schnell hier. Meine Fresse. Ja, was wollte ich machen? Einfach hier in den Baum rein. Oh. Das war die längste Zeit an der Axt. Ich habe gerade so ein komisches Geräusch gehört, so ein. Oh ja? Also nicht so ein Krrr, sondern so ein komisches Geräusch, so ein. Oh. Drrr, wie so eine Melodie war das fast schon. Komisch. Das ist echt komisch. Als ob hier gleich so ein Enderman rauskommt oder so. Kann natürlich sein. Ich glaube, nur ein Ding und die Axt ist kaputt. Hast du den Tag die anderen auch noch mitgenommen, die dritte? Die ist kaputt. Nee, ich habe die Holzaxt. Holz. Ja. Pickaxe kaputt gemacht. So, den Rest mache ich morgen. Lass mal hier oben schlafen gehen, bitte. Dann sehe ich nachher auch was. Hast du die Tür zugemacht? Oh. Nee, hab ich vergessen. Du Schlanz. Oh, shit happens. Ich bin halt ein bisschen vergesslich. So, nächster Morgen. Und ich muss mal kurz mein nächstes Video bearbeiten. Bis gleich. So, und weiter geht's. Ich habe gerade festgestellt, dass der Server, den ich hier aufgemacht habe, in Friedlichkeit Stufe 0 gelaufen ist. Also, dass keine Monsters und nichts spawnen. Deswegen war die Nacht wahrscheinlich auch so kurz. Ja, das habe ich schnell mal abgestellt. Hat eine Menge behoben. Und jetzt dürften auch Monster spawnen nachts. Ich habe allerdings gerade keine Ahnung, wie ich es einstelle, dass die Zeit länger, also dass wir länger Tag und länger Nacht haben. Weil es jetzt auch erstmal egal. Also ich habe jetzt mal die komplette Kohle jetzt Jock gemacht, ne? Oh. Unsere? Ja, unsere Kohle ist jetzt Jock. Warum? Übrigens finde ich das so cool, aber wenn du das schon so machst hier. Wenn ich was mache? Wenn du das schon so machst hier, warte mal. Was denn? Wovon redest du? Nee, ich mache hier nur ein bisschen Verschönerungsarbeit. Ja, weißt du, warum ich das so gemacht habe? Ja, damit hier keiner runterfällt. Nein. Warum ich diese Stufe hier reingemacht habe, weil du. Ja, weil ich das verkackt habe. Ich weiß das nicht. Also machen wir das mal so, dann sieht das besser aus. Wenn man kommt, wird hier so ein bisschen mehr gegängelt. Weißt du, was ich meine? Ja, gut. Man wird quasi in das Loch reingeleitet. Mhm. Nun gut, kann so bleiben. Ich schließe mich deiner Meinung an. Pass mal auf, ich baue jetzt hier mal das Eisen ab und du kannst schon mal anfangen, Eisenschwerter für uns zu bauen, ne? Ja, ist gleich. Moment, ich muss kurz das Holz hier noch. Ich baue diesen Baum hier noch zu Ende weg. Ah, siehst du jetzt, wo ich oben bin, weiß ich, was ich vergessen habe. Ich glaube, hier gibt es gar kein Holz mehr drin, oder? Ich springe jetzt einfach. Oh! Scheiße, das war eine dämliche Idee. Ich dachte, ich kann da rüberspringen. Oh! Jetzt habe ich fast kein Leben mehr. Nee. Das war dämlich. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Das war echt traurig. So,
Kann ich darüber? Ah, da bücke ich mich ja, genau, dann kann ich ja nicht mehr runterfallen. Ah, clever, clever. Wow, 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 wow. Was ist schon los? Hier ist eine Höhle. Was für eine Höhle? Groß, klein? Ja, direkt unter uns ist die Ultramörderhöhle, Alter. Ich komm gleich mal gucken. Ja, komm mal runter hier. Ja, warte, ich muss erstmal so runterspringen. Oh, dass ich nicht noch mehr Leben abgezogen bekomme. Leichter gesagt als getan. Ich glaube, wir könnten da sogar hinkommen, wenn ich das gut anstelle. Und zwar, da musst du mal drauf achten, unter so einer Fackel ist so ein Cobblestone, den ich wieder reingesetzt habe. Da kommst du zur Höhle. Ich gucke gleich mal. So, ich habe ein paar Bäume gepflanzt, dann haben wir gleich auch genug Holz. Ich mach noch ein bisschen Kohle, ne? Ja. Soll ich das Holz vielleicht für mitnehmen? Okay, mein Freund, wo bist du? Ach so. Hä? Hier ist überhaupt kein Cobblestone. Doch, du musst mal ganz runter gehen. Wo bist du denn? Da bin ich doch hier unten. Ne, du bist noch nicht ganz unten. Ich sehe dich doch sogar noch oben stehen. Du musst mal die Treppe runtergehen, Peter Lett. Ach so, wo du in die Ecke gegangen bist. Ja, aber hier war ein Cobblestone unter der Fackel. Ja, mach doch jetzt nicht meinen Konstruktor kaputt. Was machst du da? Ist doch egal. Okay, hier. Da, okay. Warte, ich mach den jetzt weg, dann kannst du gucken. Den, ja, da sind überall unter den Fackeln Cobblestone. Oh, okay, bist du runtergefallen? Nee, ne? Nee, bin doch hier. Ah, unten ist aber schon... Ich bin doch hier, siehst du doch. Ich baue mich gerade hier runter. Pass auf, du hörst aber hier massig Wasser, ne? Naja. Deshalb müssen wir aufpassen. Aber Höhlen sind immer gut. Fürs Loot. Boah, wie weit man hier hochlaufen muss. Alter Verwalter. Ich höre auch irgendwas. So macht sie. Ja, das ist dieser Zombie. Das sind diese Zombies, die machen die Geräusche. Das hat sogar richtig gut nachgemacht, das Geräusch. Wie komme ich da hoch? Als ob der direkt hier wäre, Alter. Was denn? Ich sagte, als ob der Zombie direkt hier wäre. So laut ist das. Ja, die sind mega laut. Halt dein Schnauze. Ja, so sieht's auch schon mal gut aus hier. Ich muss noch ein Stück darüber. Komm schon. Ja. Da ist noch mehr Holz drin. Ah, da unten ist jetzt Zombie. Okay. Axt im Arsch. Ach nee. Ich fühle mich richtig clever hier mit meinen provisorischen Gerüsten. Aber das wird wahrscheinlich jeder so machen. Wahrscheinlich, ja. Gehe ich mal schweren von aus. Da ist noch ein Schaf. Soll ich das töten? Nee, ne? Lass ich mal. Kann leben bleiben. Ich habe ja noch eine Axt. Aha. Ja, dann fällt direkt mal weiter Bäume. Und hier ist ja schon einer. War's er schon? Ja. War ja läppsch.